Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Let's Play. Ja, der Kopfgeldjäger, sag ich mal so. Und wir sind hier mit Miss Galaxy wieder unterwegs. Ihr habt ja schon mein, ich sag mal, mein Einführungsvideo von etwa einer halben Stunde gesehen, ne? Ja, ist nicht lang, aber ich fand's halt, ja, geil. Und ja, und wie gesagt, wir finden uns hier auf dem Planeten Hutter. Und dann gucken wir mal jetzt hier, was wir als nächstes machen müssen. Geile Tänzerin nehmen wir uns hier, ne? Ja, warte mal, großer Häuptling, stell dich Huttenfluch. Alles klar, steht ja unten rechts. Unten rechts steht wieder, was wir machen müssen. Und oben rechts Radar, da könnt ihr ungefähr sehen, wo wir hin müssen. So, dann sag ich mal so, dann verabschieden wir uns ja mal hier von der Tänzerin. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und ja, wo müssen wir denn überhaupt hin jetzt hier? Warte mal, in die Richtung wieder raus. Raus aus dem Palast. So, warte. Mal kurz auf die Map. Ja, wir könnten einen Gleiter zumindest benutzen für ein bisschen Weg, sag ich mal. Wo wollen Sie hin? Alle Taxis brechen pünktlich auf. Von uns freundlich der Roboter. Ich glaube, die müssen auch mal zerlegen oder so. Das ist ja noch nichts. Ich glaube, näher kommen wir auch nicht. Schau mal eben. Wir müssen ganz herunter. Der nächste Flugpunkt war, glaube ich, hier gewesen. Das bringt uns nichts. Ja. Ach ja, ich bin nicht alleine. Solange ich den richtigen Begleiter noch nicht habe, habe ich erstmal jetzt hier den Nico mit. Ne? Macht alles ein bisschen einfacher. Stell dich um, Fluch. Ja. Oh, da geht es ein bisschen schneller, ne? Oh, hier wäre nicht Flugpunkt gewesen, glaube ich. Na egal. Jupp. Ah, wir sind auch nicht ganz da. Oh, jetzt müssen wir aber uns da durchkämpfen, wa? Ich glaube, das bringt nichts. Oder? Ich kann mal gucken, ob wir dann noch vorbeilaufen können. Ja, doch, so gut aus. Warte mal, das ist ein Wissensobjekt. Mit anderen Charakteren habe ich es schon, aber ich, ja. War das so, so klar? Oh, ich kann nicht viel. Die konnten ja nun wirklich nicht viel, nicht? Und es gibt sogar noch einen Bonus, 6 von 14. Ja komm, da muss ich mal ein bisschen hier aufräumen hier. Dann nutze ich nun alles nichts. Manchmal beeindrucke ich mich selbst. So, komm, nehmen wir die auch noch mit hier. Was Persönliches. Okay, 12 von 14. Vielleicht sind auch noch da welche, wo wir hin müssen. Ist es, ach, das ist jetzt in diesem Gebäude. Seht ihr, da müssen wir rein. Da machen wir vorher noch im Bonus klar hier. Ich mag es ja, Bonus hier fertig zu machen. Der steht nicht mehr auf. Zack. Bonus erledigt. Da, ich wollte gerade sagen, sind die geizig, aber doch, jemand gibt hier noch was. Dankeschön. Und rein da. Nemro hat jemanden gefunden, der so skrupellos ist, mein Dorf zu zerstören. Seid ihr stolz auf euch? Dreckige Mörderin! Werdet ihr jetzt auch noch die Frauen und Kinder abschlachten? Auf sie ist kein Kopfgeld ausgesetzt. Nur auf euch. Halt! Vielleicht geht es auch anders. Die Hutten schlachteten uns wie Verbrecher ab, obwohl sie sich selbst einfach bereichert haben. Ja, dieser Planet gehörte schon immer den Evoki, lange bevor die Hutten kamen.
Ihr seid eine Kriegerin. Ihr müsst doch verstehen, warum wir für unser Erbe kämpfen. Wenn ihr etwas sagen wollt, beeilt euch damit. Seht ihr, Huttenfluch? Nicht alle Fremdlinge beugen sich den Hutten. Ihr seid hier, um Huttenfluchs Kopf zu fordern. Aber Nemro kann die Evoki nicht unterscheiden. Tote Krieger sehen für ihn alle gleich aus. Ihr würdet unsere Toten entweihen und diesem Fremdling einen Kopf geben? Ihr wollt, dass ich Nemro den Kopf eines anderen Evoki bringe? Clever. Nur so kann der Krieger geschützt werden, der unserem Volk so viel Hoffnung gibt. Nein, es ist nicht ehrenhaft, die eigenen Toten zu verunstalten. Beruhigt euch, Huttenfluch. Ich fürchte, dieser Fremdling wird euch im Kampf übertreffen. Heute ist unser Überleben wichtiger als die Ehre. Fremdling! Werdet ihr den Kopf eines toten Kriegers als Ersatz annehmen? Also ich habe mich eigentlich noch nicht so wirklich entschieden, wie ich hier verfahren werde. Also ich habe mir gedacht, ich würde einfach so spielen, wie es mir gerade der Kopf steht, sag ich mal so. Also mal hell, mal dunkel, vollkommen egal, wo ich gerade drauf Bock habe in dem Moment. Ne? Also ich würde mich jetzt auf nichts festlegen, von wegen, oh, ich bin nur böse oder nur gut. Sondern immer der Situation angepasst und deswegen ist mir eigentlich vollkommen Latte jetzt hier und ach komm, hier machen wir mal so. Bereuen, aber ich tue es. Gut, gebt mir einen Moment. Hier ist der Kopf eines gefallenen Kriegers. Nemro ist ein großer Narr. Er wird den Kopf als den von Huttenfluch annehmen. Bitte, geht jetzt. Ihr habt heute viele Evoki-Krieger getötet. Bitte kehrt nicht hierhin zurück. Eine Frau mit meinen Fähigkeiten geht dahin, wohin sie möchte. Bitte. Geht einfach in Frieden. So. Der ist ja auch ziemlich makaber, nicht? Einfach die haben den Kopf abgeschnitten. Sehr makaber. Hier ist Marco. Ich habe ein paar Informationen für euch. Hast du etwas über die große Jagd oder Braydens Mörder herausgefunden? Das und noch mehr. Ich war ziemlich fleißig. Der Mann, der Brayden getötet hat, war wirklich Taroblatt. Eine große Nummer von Alderaan. Nachdem er die letzte große Jagd verpatzt hatte, brauchte Taro Jahre, um wieder Unterstützung von den Mandalorianern zu erhalten. Die große Jagd ist ein mandalorianischer Brauch. Für ihr Volk gelten andere Beitrittsregeln. Da Taro ein Mandalorianer ist, konkurriert er mit ihnen um die Teilnahme. Im Moment kauft er die anderen Mandalorianer, damit sie sich nicht wieder gegen ihn verbünden. Ein Feigling und ein Betrüger. Dieser Abschaum muss sterben. Das wollte ich hören. Im Moment geht es nur darum, Nemro zu beeindrucken. Nur mit seiner Unterstützung können wir an Taro Blatt herankommen. Oh, noch eine Sache. Als ich mich von Brayden und Jory verabschiedet habe, habe ich bemerkt, dass mir jemand gefolgt ist. Er war wie ein Stammesangehöriger von einem anderen Planeten gekleidet. Groß. Hatte eine weiße Knochenmaske auf, wie ein Totenkopf. Ich setze ihn auf meine Abschussliste. Ihr seid manchmal so herrlich einfach. Also, Augen auf. Und jetzt zeigt diesem Hutten, wer der beste Kopfgeldjäger in der Galaxis ist. Okay, Mann mit Knochenmaske. Gespeichert. Wo müssen wir hin? Jetzt hier. Kehre zu Nemro den Hutten zurück. Das machen wir glatt. Hab ich das Ding noch nicht hier? Schnellreise? Hallo? Würde mein... Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Da ist es doch, Mensch. Nur noch nicht einsortiert hier. Hm, packen wir mal da hin. Oder ne. Doch egal, erstmal. Ach, wir kommen noch nicht mal in die Nähe des Palasts. Guckt mal, wir gehen erstmal hier hin. Nemros Bazaar.
So, dann nehmen wir einen Gleiter. Wir können nichts dafür, wenn Sie den Start verpassen. So, rein in den Palast. Ja, wir müssen hier rein. Außer Reichweite, wie nah soll ich denn noch ran an den schleimigen Beutel hier? Tabatunta, sie stinkt nach totem Wilden. Ugly Yoga, Cesco Bunda Gliska, Tagaya Oska. Ich habe im Blut des Wilden getanzt. Yabada Biota, Mindia. Moment, das weiß ich. Washabombiti. Kadwachine Oiga, Anulia Opa Kisaspita Perupa. Nigmechawa, Wirmo Mokili Moklonki. Sieht aus wie ein Revierkampf zwischen euch und einem anderen Hutten. Kunjuta, Kasuyali Koira, Tokanti Kong. Kumbajiji, Kuoting, Noli Makichisa. O Wawamanga, Tuske Warawa, Tablota Wijawa. Sollte ich sonst noch etwas wissen, bevor ich aufbreche? Junki Salamanana Topa. Iguramo Ubanjoraliba Istimboko. Das kann ich wohl tun. Uiba Mojo Pokajula Chanusa Asubi Mota. Gomecha Banda Pagitpa. Geht zu Judah, wenn ihr Credits wollt. Sie wird für toten Wilden bezahlen. Irgendjemand beobachtet mich hier. Habt ihr das gerade gesehen? Kralle. Kralle ist wohl irgendwie an mich interessiert hier. Wie auch immer. Müssen wir ein Auge behalten, auf jeden Fall. So. Wir sollen also mit Judah sprechen. Das ist die hier vorne, das Mädel. Das weiß ich noch. Hey, ich glaube, ich habe etwas für euch. Ich habe gehofft, dass ihr das sagen würdet. Frauen wie wir müssen doch zusammenhalten. Hier, bitte. Credits für den Kopf von Huttenfluch. Gute Arbeit. Danke, danke. So, ich habe ein paar neue Sachen bekommen. Oh, ja, es ist auch ziemlich voll hier drin, würde ich sagen. Bitte, 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 erstmal hier die Kiste. Zack, Kohle. Das ist jetzt eine Nebenhand. Die wechseln wir mal eben. Besser. Und der Gürtel ist mit Sicherheit auch besser. Ich trage gar keinen Gürtel. Aber dazu führen. Alles klar. So. Was haben wir hier? Erfahrungsschub. Das ist natürlich genial. Ich habe aber noch einen Laufen hier. Wie lange läuft er noch? Noch 2 Stunden 36, alles klar. Der bleibt natürlich jetzt einmal. So.
müsst jetzt drei Generatoren deaktivieren. Seht ihr unten rechts? Das machen wir jetzt. Komm, Nico. Trödel nicht. Ich will aber auch erstmal nochmal gucken. Ich habe da ein bisschen ein Level up gehabt. Ich kann mit Sicherheit wieder was irgendwas lernen. Das machen wir eben schnell. Auf zu Zinni. Ich verfehle nie mein Ziel. Und das werdet ihr auch nicht, wenn ihr auf mich hört. Pfeil und Railschuss. Danke. Ich wünsche euch eine gute Jagd. Werden wir haben. Früher ging das doch immer. Ah. Zu spät abgesprungen. Wir können so nichts dafür, wenn sie den Start verpassen. Warte mal, erstmal schauen wir nach, wo wir hin müssen. Trödeln Sie nicht. Na guck, wir müssen da hin. Dann passt es ja. Wo wollen Sie hin? Alle Taxis brechen pünktlich auf. So circa. So, das passt sogar sehr gut. Mal haben wir irgendwie jemanden, wo ich was verkaufen kann hier. Ja, da. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. So. Schrott verkaufen, der Rest ist kein Schrott oder so. Legen Sie wohl. Supi.